Trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie aber anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Also, lass uns den Pokémon-Kampf beginnen. Okay. Wir können Bell hat sehr viel verloren. Ich muss sagen, wenn ich freue, ist dann auch ein bisschen schade. By the way, ich bin gut. Ich werde keinen Wunder mehr in der Nacht aufschauen. Tackle an. Los, tackle ihn. Fertig. Aber ist halt so. Mein Zimmer! Wow, Tom! Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Pokémon-Trainer zu sein. Ich habe so eine Vorahnung.
Also wirklich. Ben, jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempelt und am Sofa. Die Pokémon sind unglaublich. Wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, oder? Doch. Ben, weil sie sind echt... Die sind echt Hopf und Malz verloren. Sei so gut, lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufheben. Lass mich jetzt auch dein Pokémon aufheben. Hey Sheriff, willst du dein Pokémon nicht auch mal einen Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, ist bestimmt auch nicht so ein heilloser Durcheinander wie ich. Ich glaube, du musst das alles bekämpfen. Ja, das muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch von Count zu richten. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch machen kann. Ja, auch. Damit steht unser allererster Kampf bisschen nervig. Zeig mir, was du drauf hast und gib alles unter hoch. Otaro, geh weg! Geh weg, I want to kill you! Tod! Ah. Endlich bin ich getreten. Ach, jetzt geht's richtig los. Das ist alles gewollt. Get out my way! Get out my way! Was? Du bist endlich ein Pokémon, aber muss mich jetzt erstmal bei deiner Mutter für das für die ganze Unordnung entschuldigen. Ich la 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 la. Entschuldigung für den ganzen Tumult von dir. Also ich werde schon, ich werde da mal aufräumen. Aufräumen? Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Escher aufsuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professor Escher bedanken. Bis bald und Entschuldigung für die ganzen Umstände. Ich fand sie dann vor dem Pokémon-Labor für mich. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Und jetzt kommt deine Dialog mit der Mutter. Tom, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war zwar hier unten zu hören. Ach, das zeigt Erinnerungen an meinen alten... allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich vergesse, nach dem Kampf sollte man seinen Pokémon eine Pause gönnen. So, dein Pokémon ist wieder Putzmunter. Und vergiss deine Visco-Card gar nicht, damit du mich auf dem Weg, damit du mich auf den Weg machst. Ach, das Teil. Tom hat Visco-Card. Tom hat Visco-Card. Deine Basis haltet das. Du gehst dich auch bei Professor Escher bedanken, nicht wahr? Also dann lass dich mal nicht aufhalten. Ich will raus hier. Lass mich raus. Nein. Nein, 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 nochmals nein! Aber ich hab doch ein Pokémon bekommen! Ich bin zwar also schon ein richtiger Trainer! Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer!
Hallo. Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mach ich mich mal wieder auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Ich will auch. So, auf mich aufgefallen, wie schnell die eigentlich sind. Jetzt aber los, auf du Professor Ash. Ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin Professor Esche. Aber Professor Esche, wir kennen ihn doch schon. Ja, Cherry. Mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein Denkwiderkart wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche, ich weiß. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also mit der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Und ihr habt ja eure Pokémon schon kämpfen lassen, das ist ja großartig. Da haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz normal aus. Übrigens, wollt ihr euch euer Pokémon später geben? Ja, ich bin Florian. Ja, das ist ein toller Name. Vor allem später, wenn es dann zum Verkuckeln wird. Ah, ich bin zufrieden. Zerstörer soll es heißen. Das ist für einen sehr schöner Weiß. Alter, das ist nicht schön. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Sharon. Du hast viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es noch einmal erklären. Nein. Nun zum Pokédex. Es ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einrichtung zu durchforsten und sämtliche hier heimische Pokémon aufzuspüren. So, das wäre es erstmal. Alles zum Pokédex. Tom, Sharon, Ben, ihr seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Ja. Ich meine natürlich. Jawoll! Vielen Dank, Professor. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch drei. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wo ihr Pokémon ausführen könnt. Und bitte zu Minute 1. Wenn Professor Esche uns darum bittet, kannst du eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nicht verkehrt daran, auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach beliebigen Reisen zu einem Druck für seine Pokédex verschlüsseln. Jo Leute, ich würde mal sagen, das war's dann von der ersten Folge. Fast 20 Minuten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.